Nach dem brutalen Terroranschlag der Hamas am 7. Oktober stehen sowohl Israel als auch Gaza wieder im Rampenlicht der internationalen Medien. Dabei konnten wir Meinungen, Kritik und Anschuldigungen aller Art hören. Von so einflussreichen Politikern wie Biden, Scholz und Macron, die die israelische Regierung unterstützen, bis hin zu Aufmärschen auf den Straßen Europas zugunsten der Hamas. Und wie gewohnt tauchen all die üblichen Verdächtigen auf der Bildfläche auf, um den Staat Israel für seine militärische Reaktion auf die Anschläge scharf zu kritisieren. Darunter auch viele internationale Organisationen. Natürlich gibt es bei einem so kontroversen Thema Meinungen aller Art und etwas für jeden Geschmack. Allerdings konzentrieren wir uns in diesem Video auf den wohl härtesten Vorwurf, der in den letzten Wochen gegen den Staat Israel erhoben wurde. Israels Apartheid gegen Palästinenser, ein grausames Herrschaftssystem und ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Amnesty International. Laut verschiedener Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International grenzt Israel das sogenannte palästinensische Volk seit Jahren aus und diskriminiert es mit einem System der Apartheid. Genauer gesagt sind die Araber in zwei verschiedenen Gebieten isoliert. Auf der einen Seite haben wir den Gazastreifen, in dem zurzeit mehr als 2 Millionen Menschen eingesperrt sind. Und auf der anderen Seite das Westjordanland, wo 3 Millionen Menschen leben. Das Problem mit dem letztgenannten Gebiet ist allerdings, dass das Westjordanland kein einheitlicher Raum ist, sondern die Araber in dieser Region isoliert in kleinen Städten und Dörfern leben, die von israelisch kontrolliertem Gebiet umgeben sind. So heißt es zum Beispiel, dass wenn ein Araber im Westjordanland, wenn er von einer Stadt in eine andere fahren möchte, beispielsweise von Bethlehem nach Hebron, er israelisch kontrollierte Gebiete durchqueren muss und dass die Israelis dann angeblich die Straßen blockieren würden, damit die Araber nicht heraus können. Außerdem gibt es große, bis zu 7 Meter hohe Betonmauern mit militärischen Wachposten, die den Arabern theoretisch die Flucht aus ihrem Wohnort verwehren. Aus diesem Grund haben viele Organisationen berichtet, dass die Araber wie in Käfigen leben würden, bewacht und ständig vom Staat Israel kontrolliert. Gleichzeitig könnten sich Israelis aber frei bewegen, wo immer sie wollen und genössen volle Rechte. Die Sprache ist von Bürgern erster Klasse, den Juden, und Bürgern zweiter Klasse, den Arabern. Und das nicht nur in Bezug auf die Bewegungsfreiheit. Viele Organisationen behaupten, dass die Araber im Westjordanland und im Gazastreifen kein Wahlrecht, kein Recht auf Staatsbürgerschaft oder Wohnsitzwahl hätten, vor Militärgerichte gestellt würden und für sie andere Gesetze gelten würden als für Israelis. Es gäbe quasi zwei Rechtssysteme, eines für Juden und eines für Araber. Aber die Beschwerden und Anschuldigungen, meine lieben Zuschauer, hören damit nicht auf. Bisher haben wir über Araber gesprochen, die im Gazastreifen und im Westjordanland leben, aber keine israelischen Staatsbürger sind. Es stellt sich allerdings heraus, dass es in Israel selbst auch viele Muslime arabischer Herkunft gibt, die in diesem Fall die israelische Staatsbürgerschaft haben. Wir sprechen hier von etwa 2 Millionen Menschen, gut 20% der israelischen Bevölkerung. Theoretisch sollten diese in Israel lebenden Muslime also vollwertige Bürger Israels sein, oder? Doch auch hier weisen internationale Organisationen darauf hin, dass es eine enorme Diskriminierung von Muslimen in Israel gebe. Sie argumentieren, dass die muslimische Bevölkerung in Ghettos aufgeteilt sei, dass Kinder gezwungen würden, ausschließlich muslimische Schulen zu besuchen, dass Menschen in den nationalen Ausweisdokumenten nach ihrer Religion gekennzeichnet würden und dass sie systematisch diskriminiert würden, um ihre Bevölkerung zu dezimieren. Und ich denke, ihr wisst inzwischen, worauf all diese Argumente hinauslaufen. All diese Anschuldigungen gegen Israel sollen uns an das Apartheidsregime in Südafrika erinnern. Mehr noch, einige pro-palästinensische Aktivisten sprechen gar von Genozid. Wir erinnern uns, in Südafrika wurde die schwarze Bevölkerung ähnlich diskriminiert und ausgegrenzt. Sie wurden in kleinen Gebieten, den sogenannten Townships, eingepfercht, aus denen sie nicht heraus durften. Wie ihr sehen könnt, ähneln auch diese Gebiete in gewisser Weise denen, die wir im Westjordanland gesehen haben. Die schwarze Bevölkerung hatte kein Wahlrecht. Das für sie geltende Rechtssystem unterschied sich von dem der Weißen. Sie durften nicht am politischen Leben teilnehmen und hatten auch nicht die gleichen Bürgerrechte. Es handelt sich um eine der jüngsten Episoden von institutionalisiertem Rassismus in der Geschichte. Vielleicht ist das der Grund, warum viele Organisationen und Aktivisten sie heute mit Israel und den autonomen arabischen Gebieten vergleichen. Es handelt sich um eine äußerst schwerwiegende Anschuldigung, die von vielen Menschen auf der ganzen Welt sehr ernst genommen wird. Selbst von vielen Menschen, die sich sonst nicht sonderlich um die Menschenrechte von Arabern oder Muslimen scheren, sei es in Syrien, dem Sudan, dem Iran oder China. Im Falle Israels sind jedoch alle Maßstäbe vollkommen verrückt und deswegen wollen wir in diesem Video tiefer in die Materie einsteigen, um die folgenden Fragen zu beantworten.
Was ist dran an den Apartheidsvorwürfen, die gegen Israel erhoben werden? Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es mit dem südafrikanischen Regime? Warum verhält sich Israel so gegenüber den Arabern? Bevor wir jedoch richtig loslegen, wollen wir euch mal einen kleinen Einblick in unseren Redaktionsalltag gewähren. Also, aufgepasst! Wie ihr vielleicht wisst, gibt es Visualpolitik in verschiedenen Sprachen, auch zum Beispiel auf Spanisch. Da die Themen für jedes Video immer von mehreren Autoren erarbeitet werden, muss ich mich schon des Öfteren mit meinem spanischen Kollegen Oscar abstimmen. Und das sieht dann so aus. Muy buenas, Oscar. ¿En qué tema estás trabajando actualmente? Pues justo ahora mismo estamos trabajando en un tema sobre Xi Jinping y lo que llamamos diplomacia sugar daddy. Ya sabes, China está tirando la casa por la ventana en países pobres con gobiernos bananeros. ¿Y por qué? Despacito, por favor. ¿Winnie the Pooh es un papá azucarado? ¿Y qué quieres decir con tirando la casa por la ventana? A ver, que China quiere cortar el bacalao en países en desarrollo. Y es que, ya sabes, poderoso caballero es don dinero. Pero, ojo, porque ahora llega Paco con la rebaja, porque China necesita recuperar la pasta. ¿Y qué le están diciendo? Pues que, si te he visto, no me acuerdo. ¿Bacalao, pasta, los peques? ¿Quién es don dinero? ¿Y quién coño es Paco? Creía que se trataba de China. Me rindo, hagámoslo en inglés. Okay, so geht das nicht weiter. Ich muss endlich ordentlich Spanisch lernen. Nicht nur wegen der Arbeit, sondern auch für den Urlaub in diesem wunderschönen Land. Was aber ist der beste Weg? Gerade für jemanden wie mich, der eigentlich keine Zeit dazu hat und auch lernen muss, ganz normal umgangssprachlich mit ungeduldigen Schnellsprechern wie Oscar umzugehen. Nun, die Antwort ist klar. Bubble. Denn mit der Bubble-App kann ich mir meine eigenen Lernziele festlegen und den Unterricht nach Belieben gestalten. Du glaubst mir nicht? Dann probiere es aus. Bereits mit 3-5 Minuten täglich erreichst du deutliche Fortschritte. Denn der Fokus von Bubble liegt auf dem Erlernen von Gesprächsfähigkeiten, die du direkt im realen Leben anwenden kannst. Die Lektionen wurden entsprechend von hochprofessionellen Sprachlehrern entwickelt. Vor allem bietet Bubble auch 14 Sprachen und ein ganzes Ökosystem mit vielen verschiedenen Lernansätzen. Bubble ist nicht nur einfach eine App. Bubble, das sind Podcasts, Zeitschriftenartikel, Spiele und Abertausende von regelmäßig aktualisierten Inhalten, die von echten Sprachexperten und echten Muttersprachlern verfasst wurden. Und wenn du Bubble über den Link in der Videobeschreibung abonnierst, erhältst du auch noch bis zu 70% Rabatt und außerdem als Visualpolitik-Community-Bonus, 2 kostenlose Live-Online-Kurse obendrauf. Natürlich kannst du das alles dank Geld-Zurück-Garantie ausgiebig testen, bevor du dich entscheidest. Also, worauf wartest du noch? Schau dir Bubble über den Link unter diesem Video an und vielleicht wirst du auch bald schon sogar Oscar in unseren spanischen Videos verstehen können. So, und nun ab nach Israel und zu unserem Thema. Aufgepasst! Bisher haben wir die Argumente derjenigen gehört, die behaupten, dass Israel die Araber dazu verdammt, unter einem schrecklichen System der Apartheid zu leiden. Aber lasst mich euch einfach nur sagen, dass es in dieser ganzen Geschichte Dinge gibt, die einfach irgendwie nicht zusammenpassen. Und sie passen auch dann nicht zusammen, selbst wenn es auf allen Seiten sicher viele kritikwürdige und unschöne Dinge gibt. Ich meine, überlegt mal. Wenn es stimmen würde, dass die Araber eingekesselt und eingemauert sind und vollständig von der israelischen Regierung kontrolliert werden, wie ist es dann möglich, dass die Hamas stark genug war, den Angriff am 7. Oktober überhaupt durchzuführen? Ich meine, das ist eine ganz einfache Frage. Wenn Israel alle Grenzen streng kontrolliert, woher hatten sie dann das riesige Arsenal an Waffen und Drohnen, um den Angriff auszuführen? Außerdem, wie ist es möglich, dass die Hamas so viel Macht in Gaza hat? Tja, es gibt da Dinge, die einfach nicht zusammenpassen. Aber das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Werft mal einen Blick auf diese Nachricht. Israel hat am Mittwoch die Zahl der Arbeitsgenehmigungen für Palästinenser aus dem Westjordanland, die in Israel arbeiten wollen, um 20.000 auf 120.000 erhöht. Es ist bekannt, dass jeden Tag Zehntausende Araber ohne israelischen Pass nach Israel gefahren sind und dort gearbeitet haben. In diesem Zusammenhang ist die Zahl der Araber, die in Israel arbeiten, in den letzten Jahren ständig gestiegen. Das passt wiederum ganz und gar nicht zu der Theorie, dass die Israelis die Araber um jeden Preis in einem Freiluftgefängnis einsperren wollten, oder? Lass uns jetzt also die erste Frage klären. Sind die Araber wirklich in kleinen Gebieten eingesperrt und dem Willen Israels unterworfen? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns zunächst über eine Sache im Klaren sein. Die Araber im Westjordanland sind nicht dieselben wie die im Gazastreifen und gar nicht wie jene mit israelischer Staatsangehörigkeit. Seit 2005 ist der Gazastreifen ein unabhängiges Gebiet. In diesem Gebiet hatte Israel bis zur jüngsten Eskalation keine Truppen. Es lebten dort auch keinerlei israelische Bürger oder Juden. Alle jüdischen Siedlungen jeglicher Art wurden 2005 entweder freiwillig oder gewaltsam geräumt. Dabei war die Stadt Gaza ursprünglich noch zur Römerzeit eine jüdische Stadt. Und auch die folgenden 2000 Jahre lebten dort weiterhin Juden, wenn auch sie von muslimischen Zuwanderern immer stärker verdrängt und 1929 schließlich vollständig bei einem Pogrom vertrieben wurden. 133 von ihnen wurden dabei ermordet. Und seit 2005 ist
ist einzig und allein die radikal-islamische Hamas-Organisation, die den Gazastreifen kontrolliert. Und niemand sonst. Kurz gesagt, der Gazastreifen agiert im Grunde wie ein unabhängiger Staat mit eigenen Gesetzen, eigener unabhängiger Politik und eigener Armee. Israel hat in den vergangenen Jahren dabei keinerlei Rolle gespielt. Die Gazaner haben innerhalb ihres Landes alle Freiheiten, Unfreiheiten, Rechte und Pflichten, die ihnen die Hamas ermöglicht oder auferlegt hat. Israel hat sich da überhaupt nicht eingemischt. Natürlich kontrolliert Israel seine Grenzen zum Gazastreifen, wie jedes andere normale Land auch, mit dem zusätzlichen Umstand, dass seine Zivilbevölkerung permanent durch Terrorangriffe aus Gaza bedroht wird, quasi ein offener, einseitig von Gaza ausgehender Krieg herrscht. Und daher sind logischerweise strengere Grenzkontrollen erforderlich als gegenüber einem friedlichen Staat. Aber trotzdem, nicht nur Israel hat eine gemeinsame Grenze mit Gaza. Vergesst nicht, dass der Gazastreifen auch eine Grenze zu Ägypten hat, und zwar über den Grenzübergang Rafah. Und hier verfahren die Ägypter mindestens genauso streng wie die Israelis. Natürlich gibt es Einschränkungen für den Handel mit Gaza, aber es stimmt auch, dass das Gebiet in den letzten Jahren Dutzende Milliarden Dollar an Entwicklungshilfe erhalten hat und darüber hinaus von Israel mit Wasser, Strom, Medikamenten und Lebensmitteln versorgt wird. Und zwar umsonst. Es stimmt auch nicht, dass Gaza das am dichtesten bevölkerte Gebiet der Welt sei. Das ist eine weitere der vielen Propagandalügen, die Hamas-Anhänger nicht müde werden, überall zu verbreiten. Die Bevölkerungsdichte im Gazastreifen beträgt 6.500 Menschen pro Quadratkilometer. Das entspricht etwa der Hongkongs, das ja auch 100 Jahre lang eine isolierte Enklave am Meer war, ohne dass die Menschen dort wirtschaftlich oder menschlich darben mussten. Zum Vergleich, die Bevölkerungsdichte von Tel Aviv beträgt 8.500 und die von Paris oder Singapur gar 20.000 Menschen pro Quadratkilometer. Können wir also davon ausgehen, dass Gaza ein Freiluftgefängnis sei oder es dort irgendeine Form von Apartheid seitens Israel gebe? Nun, natürlich nicht. Ich weiß, dass die lieben Israel-Kritiker nicht müde werden, diesen Kampfbegriff gebetsmühlenartig zu wiederholen und jeden damit zu überschütten. Aber dadurch wird auch diese Propagandalüge nicht wahrer. Auf jeden Fall konnten wir bei Gaza bis zu dem Zeitpunkt, als sich Hamas entschloss, das größte Massaker an Juden seit dem Zweiten Weltkrieg zu verüben, von einem de facto unabhängigen Staat sprechen, der international zwar nicht anerkannt wird, ähnlich wie Transnistrien, Abchasien oder sogar Taiwan, dessen Einwohner aber nur durch sich selbst unterdrückt werden, nicht durch irgendjemanden aus Israel. Okay, aber was ist mit dem Westjordanland? Nun, hier ist es noch viel komplizierter. Wie wir bereits erwähnt haben, ist das Westjordanland seit 1993 grob in zwei Gebiete unterteilt. Auf der einen Seite die Gebiete A und B. In diesen Gebieten leben 95% der Araber des Westjordanlands. Sie haben ihre eigenen Gesetze, eigene Gerichte, ihr eigenes Gesundheitssystem, ihr eigenes Bildungswesen und eine eigene Regierung, die sogenannte Palästinensische Autonomiebehörde, die in gewisser Weise wie die Regierung eines normalen Landes handelt. Und hier können wir bereits eine Sache erkennen. Und zwar, dass die Araber im Westjordanland in den Gebieten A und B in der Tat anderen Gesetzen unterliegen als die Israelis. Aber das liegt eben daran, dass sie unter ihren eigenen Gesetzen leben, die sie selbst abgesegnet haben und sich somit selbst regieren. In diesem Zusammenhang wäre es völkerrechtlicher Quatsch und natürlich auch ziemlich unfair, israelische Gesetze auf die Araber des Westjordanlands ohne israelische Staatsangehörigkeit anzuwenden und ihnen nicht zu erlauben, sich selbst zu regieren, meint ihr nicht? Und dennoch gibt es bei all dem eine wichtige Nuance. Denn siehe da, es gibt im Westjordanland auch noch die C-Gebiete. Technisch gesehen sollten diese Gebiete auch unter die Hoheit der Palästinensischen Autonomiebehörde fallen. Allerdings wurde mit dem Osloer Abkommen von 1993 festgelegt, dass sie vorübergehend unter der Kontrolle der israelischen Regierung stehen. Und genau hier entstehen viele der Probleme. In den C-Territorien herrschen Militärgesetze. Wenn ein palästinensischer Araber ein Verbrechen begeht, wird er oder sie vor ein Militärgericht gestellt. Und was ist, wenn es sich um einen Israeli handelt, der dort das Verbrechen begeht? Nun, in diesem Fall wird der Israeli nach dem Militärrecht und dem israelischen Recht verurteilt, das heißt nach beiden Gesetzsystemen zusammen. Allerdings kann sich ein Israeli dafür entscheiden, von einem Gericht in Israel verurteilt zu werden, was ein Vorteil sein könnte. Mit anderen Worten, in diesem Fall gibt es eine klare rechtliche Unterscheidung, Vulgo-Diskriminierung. Und die Frage lautet natürlich, warum gibt es sie? Nun, laut Organisationen wie Amnesty International aus rassistisch-diskriminatorischen Gründen. Aber erinnert ihr euch doch, um wen genau es sich bei Amnesty International eigentlich handelt? Genau, es ist jene Organisation, die letztes Jahr nach dem russischen Überfall auf die Ukraine Putins Propagandalügen in aller Welt verbreitete. Die Ukraine würde in Schulen und Krankenhäusern Militärbasen aufbauen und somit ihre eigene Zivilbevölkerung als menschliche Schutzschilde missbrauchen. Mehr noch, selbst nachdem sie im Rahmen einer internen Untersuchung festgestellt hatte, dass dies ein
einfach nicht zutrifft und selbst als dieser interne Bericht an die Öffentlichkeit geleakt wurde, sah sie sich nicht imstande, sich zu entschuldigen. Dadurch wurde klar, dass sowohl Amnesty International als auch andere sowohl Nichtregierungs- als auch Regierungs- und UN-Organisationen durch Extremisten unterwandert sind, die häufig im Sinne von Diktatoren und tyrannischen Regimes agieren. Häufig dienen sie sich ihnen aus ideologischen Gründen an. Aber das ist ein Thema, das wir in einem separaten Video behandeln sollten. Kommen wir lieber nochmal zum Westjordanland zurück. Denn wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass in den sogenannten C-Territorien Militärgesetze gelten? Ich meine, das ist ja wirklich kein wünschenswerter Zustand. Nun, das Problem ist, dass es sich um Gebiete handelt, in denen etwa 386.000 Israelis, aber auch 300.000 nicht-israelische Araber leben. Und aus Sicherheitsgründen stehen sie unter vorübergehender israelischer Militärbesatzung. Der Punkt ist, dass Israel seine eigenen Gesetze an diesen Orten nicht durchsetzen kann, da dies als politische Annexion aufgefasst werden würde, was in diesem Zusammenhang international auf Ablehnung stoßen würde. Das vielleicht größte Problem in dieser ganzen Angelegenheit ist jedoch, dass die Besetzung der Zone C wie gesagt vorübergehend und ausschließlich militärisch sein sollte. 1995 wurde im Oslo II-Abkommen zwar eigentlich vereinbart, dass das Gebiet schrittweise in die Gerichtsbarkeit der palästinensischen Autonomiebehörde übergeben wird, allerdings mit der Option auf Landtausch im Rahmen eines endgültigen Abkommens. Das Problem? Die PA hat alle Vorschläge bezüglich eines solchen endgültigen Abkommens immer wieder abgelehnt. Und aus diesem Grund sieht Israel keinen Anlass, sich aus dem Gebiet zurückzuziehen, denn wie gesagt leben dort 386.000 israelische Staatsbürger. Und natürlich besteht die Sorge, dass diese sonst von den Arabern vollständig vertrieben werden, so wie es zum Beispiel in Gaza und den umliegenden arabischen Ländern geschehen ist. Und um das Ganze noch komplizierter zu machen, fördert Israel dort zudem seit fast 4 Jahrzehnten die zivile Ansiedlung weiterer Israelis, was dem Konzept einer ausschließlich militärischen Besetzung ziemlich widerspricht. Israels Siedlungen haben keinen gültigen Rechtsstatus und stellen einen eklatanten Verstoß gegen das Völkerrecht dar. Aber wie sieht es angesichts dessen und abgesehen von der möglichen rechtlichen Diskriminierung von Arabern mit den Bewegungseinschränkungen dort aus? Stimmt es, dass diese in kleinen Dörfern eingesperrt sind, ohne hinausgehen zu können? Nun, auch das ist eine stark verbreitete Propagandalüge. Araber können sich im gesamten Westjordanland allen drei Zonen frei bewegen, unabhängig davon, ob sie einen israelischen Pass haben oder nicht. Richtig ist allerdings, dass es viele militärische Kontrollpunkte entlang der Straßen gibt, die endlose Staus und viele wirtschaftliche Probleme verursachen. Aber im Allgemeinen und selbst laut pro-palästinensischen Organisationen wie B'Tselem beschränken sich die einzigen Straßenabschnitte, auf denen Fahrzeuge mit Kennzeichen der PA nicht fahren dürfen, auf etwa 40 Kilometer. Und das ist eben extrem wenig, wenn man bedenkt, dass wir über ein Straßennetz von mehr als 4.700 Kilometern Länge sprechen. Aber das Gebiet, in das Araber ohne israelischen Pass eindeutig nur eingeschränkten Zugang haben, ist natürlich Israel selbst und auch die Siedlungen in Zone C. Außer natürlich, sie haben eine gültige Arbeitserlaubnis. Und die Frage ist natürlich, warum ist ihr Zugang eingeschränkt? Auch hier argumentieren Organisationen wie Amnesty, dass es sich um Diskriminierung handeln würde, weil die sogenannten Palästinenser als Bürger zweiter Klasse behandelt würden, um ein Apartheidssystem durchzusetzen. Doch die von Israel vertretene Theorie ist ganz anders. Laut Israel ist es palästinensischen Arabern, die also keine Staatsbürger Israel selbst sind, aus Sicherheitsgründen verboten, israelisches Gebiet zu betreten, es sei denn, sie haben eben eine Arbeitserlaubnis. Denn in dem Fall haben sie ja einen Background-Check absolviert, sodass keine große Gefahr besteht, dass sie Anschläge begehen könnten. Und was soll ich sagen? Angesichts dessen, was wir gesehen haben, scheint es mehr als genug Gründe dafür zu geben, lieber vorsichtig zu sein. Und dann gibt es noch etwas, was für die ganze Angelegenheit entscheidend ist. Die israelische Regierung schränkt nicht nur die Einreise von Arabern ohne israelischen Pass nach Israel ein. Nein, für israelische Bürger ist die Einreise in die von der PA kontrollierten Gebiete genauso eingeschränkt. Sagen wir einfach, dass die Bewegungseinschränkungen in Wirklichkeit sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite liegen. Es handelt sich eben um zwei Staaten, die ihre Grenzen kontrollieren und nicht jeden reinlassen. Und in diesem Zusammenhang war die PA sogar die erste, die diskriminierende Gesetze gegen Juden erlassen hat, wie zum Beispiel das Verbot, Häuser im Westjordanland zu kaufen. Abbas drohte jedem eine lebenslange Haftstrafe an, der Land an einen feindlichen Staat oder einen seinen Untertanen abtritt, verpachtet oder verkauft. Im Grunde handelt es sich dabei nur um ein Beispiel innerhalb der langen, traurigen Tradition der Diskriminierung und Vertreibung von Juden und Christen aus allen Ländern und Regionen, in denen die Araber und Muslime nach und nach die Macht an sich gerissen haben. Islamisierung verläuft in den meisten Fällen eben total und totalitär. Und wie gesagt, leben im Gegensatz dazu heute 2 Millionen Araber als vollwertige Bürger im Staate Israel.
Allein das zeigt die großen zivilisatorischen Unterschiede dieser beiden Kulturgruppen auf. Und es zeigt eben auch, dass man zwischen dem System, den Regeln und den Ausnahmen unterscheiden muss. Und hier ist es ziemlich eindeutig. Während die Juden nämlich von Anfang an zusammen mit den palästinensischen Arabern Seite an Seite in Frieden zusammenleben wollen, auch wenn es Ausnahmen gibt, ist es auf der anderen Seite eben genau umgekehrt. Allerdings gibt es auch dort viele löbliche Ausnahmen und auf die kommen wir noch zu sprechen. Aber trotzdem, nach allem, was wir bisher gesehen haben, können wir ohne Zweifel sagen, dass es im Westjordanland keine Apartheid gibt? Nun, wenn wir es aus der Perspektive des Konzepts von Staatsgrenzen betrachten, diese sind geschlossen für beide Seiten und Israel kontrolliert das umliegende Gebiet. Darüber hinaus sind die Unterschiede zur eigentlichen Apartheid allerdings sehr groß. Die sicherheitsbedingten Regelungen Israels bezüglich der nicht-israelischen Araber mit der brutalen Apartheid in Südafrika zu vergleichen, stellt eine unverfrorene und im Grunde abgrundtief rassistische Verharmlosung des damaligen Unterdrückungsregimes der weißen Bevölkerung gegenüber den Schwarzen dar. In Südafrika war die Apartheid rassistisch motiviert und absolut. Die schwarze Bevölkerung wurde entmenschlicht, sie durfte keine Weißen heiraten und keine eigenen Unternehmen gründen. Mehr noch, sie durften noch nicht einmal öffentliche Räume nutzen, die nur für die Weißen reserviert waren. Eine Gleichsetzung zwischen dem heutigen Israel und dem damaligen Südafrika zeugt entweder von einem vollkommen gestörten Geschichtsverhältnis oder von seinem schamlosen, rassistisch motivierten Missbrauch. Was die Grenzen im Westjordanland angeht, gibt es keinerlei rassistisches Motiv für die Trennung, sondern ein staatsbürgerschaftliches und ein Sicherheitsmotiv. Das bedeutet, dass ein palästinensischer Bürger, auch wenn er kein Muslim ist, unter den Regeln der palästinensischen Autonomieregierung lebt. Und auch ein israelischer Staatsbürger, selbst wenn er kein Jude, sondern ein Muslim ist, lebt unter den Regeln des israelischen Staates, wie jeder seiner Mitbürger auch. Aber vielleicht fragt ihr euch ja, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass heute 2 Millionen Araber als vollwertige Staatsbürger in Israel leben. Nun, das ist im Grunde ganz einfach. Sie bzw. ihre Vorfahren haben sich in der Zeit, als der Staat Israel gegründet wurde, nicht von ihren politischen und religiösen Führern dazu aufhetzen lassen, die Juden vertreiben zu wollen. Diese wollten nämlich ursprünglich mit den Arabern zusammenleben und ihnen beim Aufbau eines modernen Staatswesens, einer guten Infrastruktur und einer prosperierenden Wirtschaft helfen. Ein Teil der Araber ließ sich jedoch zum ewigen Hass gegen die Juden aufstacheln, während andere von ihnen das gemeinschaftliche Zusammenleben und eine Zukunft in Frieden und Freiheit bevorzugten. Letztere leben heute in Israel, die übrigen irrlichtern als ewige, selbsternannte Opfer und Flüchtlinge in der Weltgeschichte herum. Und zwar ohne, dass ein Ende ihrer ideologischen Amokfahrt, die sie mittlerweile in viele andere Länder der Region und der ganzen Welt getragen haben, absehbar wäre. Ohne ihren ewigen Drang zur Feindschaft könnte es ihnen heute genauso gut gehen wie allen Israelis. Aber kommen wir doch nochmal auf jene arabischstämmigen Israelis zurück. Falls ihr euch doch erinnert, haben wir zu Beginn dieses Videos ja gesagt, dass laut Organisationen wie Amnesty International Muslime sogar in Israel selbst diskriminiert werden, in Ghettos eingesperrt und sogar in ihrem Personalausweis gekennzeichnet sind. Demnach gibt es also doch keinen Raum für Zweifel. Wenn dem nämlich so ist, reden wir über die Diskriminierung von vollwertigen israelischen Staatsbürgern, die möglicherweise aufgrund ihrer Religion oder ethnischen Zugehörigkeit schlechter behandelt werden. Die Frage lautet also, was ist an all dem dran? Herrscht in Israel doch diese innere Apartheid? Nun, genau das werden wir es untersuchen. Aufgepasst! Eine interne Apartheid? Eines ist hundertprozentig sicher. In Israel wurden die Menschen viele Jahre lang nach ihrer ethnischen Zugehörigkeit unterschieden. Im Personalausweis hatte jeder Bürger einen Volkszugehörigkeitsvermerk, je nachdem, ob er Araber, Jude oder einer anderen Ethnie angehörte. Außerdem definiert sich der Staat Israel als Nation der Juden, was uns zu der Annahme verleiten könnte, dass es eine negative Diskriminierung anderer Ethnien gibt. Netanyahu sagt, Israel sei ein Nationalstaat des jüdischen Volkes und nur dessen allein. Wohlgemerkt, die Juden sehen sich nicht nur als Religionsgemeinschaft, sondern auch als Volk. Darüber hinaus gibt es muslimische und jüdische Ghettos, religiöse Schulen und selbst in Orten wie Ost-Jerusalem gibt es unabhängige religiöse Räume. Die Frage ist daher, ist dies der ultimative Beweis für Diskriminierung? Nun ja, sehen wir es uns doch lieber mal etwas genauer an. Was den Personalausweis angeht, so wurde die Unterscheidung nach ethnischer Zugehörigkeit im Jahr 2005 abgeschafft und existiert seit 2015 überhaupt nicht mehr. Doch selbst wenn es sie noch gäbe, wäre das nicht ungewöhnlich, denn auch Länder wie zum Beispiel die USA unterscheiden verwaltungstechnisch zwischen Menschen nach ihrer ethnischen Zugehörigkeit und bieten in diesem Zusammenhang einige Vorteile für Minderheiten. An US-Universitäten gibt es zum Beispiel Plätze, die nur für afroamerikanische Studierende reserviert sind. Und auch in Israel haben Nichtjuden einige Vorteile, denn zum Beispiel sind Muslime oder Christen nicht verpflichtet, in den Streitkräften zu dienen, können sich aber selbstverständlich freiwillig zum Wehrdienst melden.
Sie werden also keineswegs ausgeschlossen. Und was ist mit den rein muslimischen Schulen oder Ghettos? Nun, die Realität ist, dass der Besuch dieser Schulen rein freiwillig ist. Es herrscht absolute Wahlfreiheit. Und zwar für jeden. Wenn man Jude ist, wird man sein Kind am ehesten in einer Schule anmelden, in der die jüdische Religion unterrichtet wird. Muslime dagegen, und denken wir daran, dass Muslime 20% der Bevölkerung Israels ausmachen, werden ihre Kinder natürlich eher in eine muslimische Schule bringen. Aber sie müssen es nicht. Sie können es genauso gut umgekehrt machen. Und natürlich gibt es diese Fälle in Israel auch. Das gleiche gilt dann auch für die Ghettos. Wie in anderen Ländern auch ziehen Menschen mit ähnlicher Herkunft in bestimmte Gebiete. Orte wie Little Cuba in Miami, Chinatown in London oder Little Italy in New York. Entscheidend ist, dass alle israelischen Staatsbürger unabhängig von ihrer Religion und Ethnie die gleichen Bürgerrechte genießen. Das können wir in der Politik selbst beobachten, wo 10 der 120 Abgeordneten der Knesset Muslime sind. Oder in der Justiz Israels, wo Muslime 16% der Richter ausmachen. Oder sogar im Militär selbst mit Soldaten wie diesen hier. Ich fühle mich als Araber und Muslim, aber ich verstehe mich auch als Teil dieses Landes. Mahmoud Kashua, muslimischer IDF-Soldat. Doch abgesehen von der rechtlichen und zivilen Gleichstellung ist es wahr, dass Israel bestimmte gesellschaftliche Gruppen mit viel öffentlichem Geld begünstigt. Die ultraorthodoxen Juden wären ein Beispiel dafür. Aber auch wenn Israel sich selbst als jüdische Nation bezeichnet, hat der Staat keine offizielle Staatsreligion festgelegt, so wie es viele islamische Staaten tun. Und natürlich subventioniert die Regierung auch muslimische Gemeinden finanziell, wenn auch in geringerem Umfang, und erlaubt selbstverständlich die freie Ausübung aller Religionen. 9. August 2023. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat am Mittwoch zugesagt, mindestens 54 Millionen US-Dollar für arabische Städte bereitzustellen. Wenn man den Staat Israel für etwas kritisieren möchte, dann, dass er die Religion an sich, egal welche, zu sehr in bestimmte gesellschaftliche Bereiche hineinfunken lässt. Ein Beispiel ist hier das Familienrecht, wo immer noch religiöse Richter eingesetzt werden. Aber jede Religion setzt hier eben ihre eigenen Richter ein. Zusammenfassend können wir also sagen, dass Israel seine Bürger nicht diskriminiert, weil sie Muslime oder Araber sind, und dass die Motive in der Grenzfrage eher mit der Sicherheit der israelischen Bürger zu tun haben, als mit einem angeblichen Versuch, eine Apartheid zu errichten oder gar Völkermord zu begehen. Das alles sind gefährliche Propagandalügen und rassistisch-hetzerische Kampfbegriffe, die sofort scharf zurückgewiesen werden müssen. Denn wie ihr gerade gesehen habt, gibt es für sie keinerlei Grundlage. Das soll natürlich nicht heißen, dass man Israel oder dessen Regierung nicht kritisieren oder für ihre Fehler verurteilen darf. Aber man muss dabei fair und auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Israel festigt schon seit Jahrzehnten seine Vormachtstellung im Westjordanland, obwohl es genau weiß, dass es gemäß Oslo II die Gebiete eigentlich irgendwann an die PA übergeben sollte. Natürlich ist es eine Tatsache, dass die Führer der palästinensischen Araber auch ihren Teil der Vereinbarung nicht erfüllen. Sie sind nicht gewillt, einer endgültigen Lösung mit geeignetem Gebietstausch zuzustimmen, weil sie einfach unfähig sind, eine bitter notwendige Kompromisslösung zu akzeptieren und immer nur auf ihre Maximalforderungen pochen. Und die Israelis zementieren dann aus Trotz den Status quo immer weiter und siedeln mehr und mehr Siedler an, von denen einige ziemlich militante Zeitgenossen sind. Real verfolgt Israel dadurch eine Politik, die letzten Endes eher einer expansionistischen Logik zu folgen scheint, als der Logik einen Ausweg aus dem Konflikt zu suchen und seine Verpflichtungen zu erfüllen. Darüber hinaus ist Israel aber auch ein demokratischer, pluralistischer Staat, in dem Minderheiten verteidigt werden und in dem es sehr weitreichende Bürgerrechte gibt. Es ist das einzige Land in der gesamten Region, in dem jeder Bürger, eben auch die arabischen, Rechte und Freiheiten genießen, die für uns im Westen selbstverständlich sind, von denen sich die Menschen in den von Arabern selbst verwalteten Staaten jedoch nur träumen lassen können. Dies fängt beim allgemeinen und freien Wahlrecht an. Israel ist der einzige Staat im Nahen Osten, in dem Araber das Recht haben, an wirklich pluralistischen Wahlen sowohl als Wähler als auch als Kandidaten teilzunehmen. Im Gazastreifen zum Beispiel, der von der Hamas kontrolliert wird, gab es schon seit vielen Jahren keine demokratischen Wahlen nach international anerkannten Standards. Israel ist das einzige Land in der Region, in der Araber ihre Meinung frei äußern und ihre Regierung kritisieren können. Ist euch zum Beispiel aufgefallen, dass bei Interviews im Gazastreifen nie auch nur ein schlechtes Wort über die Hamas fallen darf? Das ist natürlich kein Zufall. Israel hingegen hat eine lebhafte politische Debattenkultur und eine aktive Zivilgesellschaft. Arabische Bürger können wie alle anderen ihre Meinung frei äußern, publizieren, politische Bewegungen gründen und sich frei entfalten. Besonders krass fallen die Unterschiede bei Frauenrechten aus. Frauen im Westjordanland haben unter der PA-Regierung zwar grundsätzlich das Recht auf Bildung und können sich beruflich betätigen, aber auch hier kann die soziale Realität durch kulturelle und familiäre Erwartungen geprägt sein, die die Möglichkeiten der Frauen einschränken. Im Gazastreifen sind die Frauenrechte unter der Herrschaft
Herrschaft der Hamas jedoch völlig eingeschränkt. Konservative soziale Normen und die Scharia-Gesetze bestimmen die Bewegungsfreiheit von Frauen und ihre Möglichkeiten in Bildung und Beruf. Und auch in vielen umliegenden arabischen Ländern sieht es nicht viel anders aus. Im Vergleich zu ihnen ist Israel ein Leuchtturm der Demokratie und der Gleichberechtigung für alle, geradezu ein Anti-Apartheid-Staat. Mehr Israel bedeutet auch mehr Freiheit und mehr Menschenrechte für Juden, Araber, Muslime, Christen und alle anderen. Weniger Israel steht hingegen für mehr Intoleranz, Korruption, Tyrannei, Entrechtung, Unterdrückung und Unfreiheit. Einfach für mehr Apartheid. Aber was meint ihr? Was sollte Israel eurer Meinung nach im Westjordanland tun? Haltet ihr die Apartheid-Vorwürfe gegen Israel für gerechtfertigt oder denkt ihr, dass es sich eher um einen rassistischen Missbrauch dieses Begriffs handelt? Sollte Israel mehr darauf achten, seine muslimischen, christlichen und atheistischen Bürger gegenüber gläubigen Juden gleichzustellen? Schreibt uns eure Meinung doch bitte in den Kommentarbereich unter diesem Video, denn wie immer sind wir auf eure Diskussion und eure Anregungen zu diesem Thema schon mächtig gespannt. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat und ihr vielleicht auch etwas dabei gelernt habt. Falls ja, gebt uns bitte ein Like, teilt es mit euren Freunden und diskutiert es auch mit ihnen. Vergesst bitte auch nicht, das tolle Angebot unseres heutigen Sponsors Bubble wahrzunehmen. Bis zu 70% Rabatt, falls ihr jetzt dem Link in der Beschreibung oder dem Video folgt. Natürlich freuen wir uns auch jederzeit über eine Spende von euch, mit uns helft, dieses Projekt weiterzuführen. Den Link dazu findet ihr ebenfalls in der Videobeschreibung. Macht's gut und bis bald.